Ja, und damit begrüße ich euch recht herzlich zurück zu Let's Play Gothic 1. In der letzten Folge haben wir uns von dem Aidan beibringen lassen, wie man Viechern Krallen abzieht. In der Folge öffnen wir erstmal seine Kiste, die ihm scheinbar dann doch nicht gehört. Okay, eine Heilungsrolle. Okay, interessant. Und Aidan wird von einem Wolf gefressen, scheinbar. Oder auch nicht. Den haben wir nicht mal hergelockt, also der wäre scheinbar von alleine hier auch hergekommen. Naja, irgendwas von ihm abziehen oder seine Teile weiterverwerten können wir leider nicht. Deswegen wird er wohl leider vergammeln müssen. Was eigentlich schade ist, Steinwurzel war, glaube ich, wertvoll. Ja. Ich denke, für den Anfang werde ich wirklich alles einsammeln, was man hier an Kräutern so finden kann. Später ist es bei mir eigentlich immer so, dass ich es dann irgendwie übersehe oder mich einfach nicht mehr dafür interessiere, weil wir es gar nicht mehr nötig haben werden, wenn es gut läuft. Was es wohl wird. So, und dann sprechen wir jetzt erstmal mit dem Typen hier. Hier war nämlich einer. Und hier sind auch nochmal Fleischschwanzen, um die wir uns auch noch später kümmern werden. Kavaloren. Was machst du hier draußen? Ich bin Jäger. Ich jage vor allem Scavenger. Woher bekomme ich einen Bogen? Von mir. Ich verkaufe die besten Bögen des alten Lagers. Okay. Zeig mir deine Ware. Dann werden wir von ihm. Okay, was hat er denn für Bögen? Ja, okay. Und vom Wert her geht's auch eigentlich. Dann denke ich mal, tauschen wir unsere Nahkampfwaffen, von denen wir jetzt einige eigentlich schon haben. Und die auch schon. Ja, da sieht man es auch. Wert 10 und wir kriegen 5 dafür. Genial. Spitzhacke brauchte man, glaube ich, um Erz abzubauen später. Was gibt es sonst noch, was wir ihm geben könnten? Die Heilungsschriftrolle will ich jetzt mal behalten. Mordraks Ring eigentlich auch. Ja, Bier. Kann er ein bisschen Bier haben, wenn er damit glücklich wird. Rohes Fleisch, das sollten wir dringend braten. Reisschnaps. Ja gut, ich denke, später werde ich dann auch das Handeln wirklich rausschneiden. Aber jetzt erstmal noch nicht. Das Zeug möchte ich eigentlich erstmal behalten, liebe. Und ja. Okay, 48. Für 48 gibt es so einen schlechteren Bogen. Wir könnten natürlich jetzt auch noch unsere Kräuter verkaufen. Was ich jetzt mal bei einigen Sachen machen werde. Egal, ob es jetzt schlau ist oder dumm. Denn ich möchte so einen besseren Bogen lieber haben. Der kostete, wie viel? 80? Okay, dann brauchen wir nur noch irgendwas, was ein bisschen was wert ist. Und dann nehmen wir einfach mal. Okay, die Fackel ist scheinbar gar nichts wert. Fleischschwanzending brauchten wir, glaube ich. Dann geben wir ihm noch. Ja, so eine Waldbeere mit. Oder. Ne, ein Bier. Wobei, wir haben hier oben auch noch Zeug. Ach, soll er dann doch mit Fleischschwanzenragout glücklich werden? Und dann geben wir ihm dann noch 2 Erz drauf. Und dann passt das. Ja. Ich denke, das wird euch weniger interessieren, deswegen werde ich es später auch rausschneiden und wir holen uns einen schönen Reiterbogen. So. Wobei ich mir unsicher bin, ob das von der Geschicklichkeit her passt. Egal, machen wir einfach mal den Handel. Und wir gucken, ob wir den überhaupt benutzen können. Und die Antwort lautet nein. 2 Geschicklichkeitspunkte. Okay, dann müssen wir noch ein bisschen Zeug verkaufen, aber das mache ich kurz offscreen. Ja, und weiter geht's. Ich habe zwischendurch mich ein bisschen hier auf seinem kleinen Hof umgeschaut und ein bisschen Zeug eingepackt und ihm gleich wieder verkauft. Und in der Kiste hier ein bisschen Zeug gefunden. Die war schon offen. Unter diesen Schlüssel, den ich euch jetzt nochmal zeigen wollte, dass man ihn aus der Kiste hier kriegt. Dem interessiert das hier überhaupt nicht. Der Schlüssel ist, glaube ich, für irgendwas, was da hinten ist, gut. Aber da wollen wir jetzt eigentlich noch nicht hingehen. Wobei ich mir gerade unsicher bin. Wir machen es einfach mal. Ja, ich weiß, ich speichere zu viel, aber nachdem ich das letzte Mal hier genau wegen solchen Sachen, weil ich nicht gespeichert habe, gestorben bin, mache ich das diesmal lieber. So, wir benutzen jetzt einfach immer nochmal unser Schwert und die Dinger hießen Motterrad oder sowas. Okay, wir haben wenig Leben, das Viech hat noch voll, mal sehen, wie es ausgeht. Und es geht scheinbar nicht gut aus für uns. Ja, es geht nicht gut aus für uns. Aber so einfach lassen wir uns jetzt nicht töten.
Das probieren wir gleich nochmal. Und diesmal hoffentlich dann mit Erfolg. Wenn nicht, weiß ich nicht. Werde ich mich halt nochmal heilen vorher. Was vielleicht gar nicht mal so doof wäre. Und ich würde sagen, dann essen wir mal irgendwas. Hier. Essen wir einfach mal so eine Waldbeere. Halt ja eigentlich schon ganz schön dafür, dass man sie einfach nur am Wegesrand findet. So, und wir werden jetzt mal einzeln wieder auf uns aufmerksam machen. Nein, das schaffen wir leider nicht. Es wäre aber praktisch, wenn einfach nur ein Viech uns angreifen würde fürs Erste. Oh. Dings geht, unterstützt uns. Und wir können gerade leider nichts abstauben, oder doch? Oh, das war doof. Und wir kriegen keine Erfahrung dafür. Ja, das ist eigentlich ziemlich beschissen, dass uns solche NPCs hier die Arbeit abnehmen, weil dadurch kriegen wir keine Erfahrung von den Viechern. Aber ich denke, es werden noch gut ganz schön viele Viecher rumlaufen, die nicht in der Nähe von NPCs sind, und die werden uns wahrscheinlich dann doch genug Erfahrung bringen. Und hier haben wir eine Tür, mit der wir interagieren können. Gut. Und eine kleine Kammer. Mit einem Kurzbogen. Hat sich's genial gelohnt, diesen dämlichen Reiterbogen zu kaufen. Wobei, bei einem Kurzbogen hätte ich mich wahrscheinlich noch mehr geärgert jetzt. So, und hier ist es ein bisschen dunkel, deswegen nehmen wir, denke ich mal, eine Fackel. So, ich glaube, Fackel haben hier auch eine Haltbarkeit, also sollten wir die nicht zu häufig einsetzen. Und hier haben wir zwei Truhen. Mit Zeug, cool. Fell eines Schattenläufers, ja, das sind auch noch Viecher, die wir irgendwann mal kennenlernen werden. Hoffentlich sind wir dann auch gerüstet gegen die Viecher. Ach Gott, nicht sowas. Ja, mit Mühe und Not habe ich die Kiste dann doch noch aufgekriegt und da ist schon ein bisschen Zeug drin. Was ganz cool ist, ja, man sollte hier wirklich überall gucken und auch ein bisschen gelegentlich Ahnung haben, weil an das Ding erinnere ich mich noch. Hier kommen wir ja auch in Gothic 2 nochmal hin und ich glaube, hier war sogar was Wichtiges in dem Raum drin. Aber dazu dann erst in Gothic 2. So, dann können wir jetzt mal die Fackel wieder abrüsten. Können wir das? Das müssten wir doch können. Oder gibt es da auch wieder eine spezielle Taste für? Nein, das war unter... Genau, wenn jetzt... Ja, okay. So geht das. Und dann verschwinden wir mal aus dieser kleinen Höhle. Und ich weiß jetzt immer noch nicht, ob wir jetzt den Schlüssel benutzt haben oder nicht. Naja. Auf jeden Fall haben wir jetzt ein bisschen Erz und noch ein bisschen mehr Zeug, das wir verkaufen können. Die Fleischwand hatten wir schon. Und ich denke, das verkaufe ich hier schnell bei dem Typen hier. Ja, und schon geht's weiter. Und ich denke, wir haben jetzt recht ordentlich Erz. Und dabei ist mir auch aufgefallen, dass Münzen irgendwie wirklich wertlos sind. Also hier sehen wir Wert 1, hier Wert nichts. Was ich vorher auch nicht wusste. Ich dachte eigentlich, dass die wenigstens, weiß ich nicht, 0,5 oder sowas wert sind. Aber dass die einfach nichts wert sind in dem Sinne. Das war mir dann auch neu. Hier haben wir nochmal einen Höllenpilz, den wir auch noch einsammeln werden. Und da liegt ein Toter. Und der braucht seine Ausrüstung deswegen bestimmt nicht mehr, weil er tot ist. Und er hat auch eben nur ein altes Schwert bei sich. Super. Also entweder ist er wirklich nackt durch die Gegend gelaufen, oder er liegt da jetzt schon ewig, oder es waren Banditen, die nichts mit Schwertern anfangen können. Wobei es merkwürdig wäre, denn Schwerter kann man ja auch noch gut verkaufen. Und ich würde sagen, wir gehen trotzdem mal dahin und hören uns zumindest an, was die da mal zu sagen haben, und werden danach erst ins alte Lager zurückkehren. Verschwinde hier lieber. Hinter dieser Barrikade beginnt das Orkgebiet. Ist das gefährlich? Sagen wir es mal so. Da dich die Orks sowieso in Fetzen reißen werden, kannst du uns auch genauso gut all dein Erz geben. Das klingt am vernünftigsten. Ist wohl besser, wenn ich wieder umdrehe. Schade. Hätte dein Erz gerne verwahrt. Neben ihm steht eine Kiste. Die Fit. Die wir nicht anfassen sollten. Wollen die uns jetzt... Beim nächsten Mal bringe ich dich um! Ja. Genau, die hauen einen ja nur um.
Aber nehmen dafür dann einen ziemlich viel Erz weg. Hatte ich jetzt eigentlich... Was war das für ein Save? Nein, super. Also wir sehen uns gleich wieder. Ja, weiter geht's. Mittlerweile ist auch noch ein Tag vergangen. Es hat mich einfach ein bisschen zu sehr aufgeregt, dass ich hier jetzt gestorben bin und dann nochmal alles verkaufen konnte, ja. Wie man sieht, habe ich jetzt auch ein bisschen anderes Zeug. Okay, das alte Schwert habe ich jetzt noch von diesem einen Typen da gefunden. Das andere alte Schwert, das wir die ganze Zeit benutzt haben, habe ich verkauft. Stattdessen haben wir jetzt diese verwitterte Axt noch und ich habe ein paar Pfeile gekauft, ja. Erz haben wir trotzdem noch 217 und ich finde, damit lässt sich wahrscheinlich gut was machen. So, und ich würde sagen, wir kehren dann zurück in das alte Lager. Auf dem Weg hier sollte jetzt auch nicht mehr so viel passieren. Außer diese kleinen schweineähnlichen Viecher mit den spitzen Zähnen, der Name mir jetzt mittlerweile schon wieder entfallen ist. Ja, ich nenne die jetzt einfach, ja, Schweineviecher, bis ich mir den Namen gemerkt habe. Ja, den Weg haben wir ja vorhin, oder... Eher gesagt, in der Folge vor weniger als 5 Minuten oder so schon gemacht. Für mich sind es jetzt ein bisschen mehr Tage, also ist ein bisschen länger her. Ja, ich bin ein bisschen übervorsichtig, was das Speichern angeht, aber das Spiel verlangt das auch. So, und ich würde mal sagen, wir probieren unsere neue Axt gleich mal aus. Vielleicht schaffen wir es ja auch diesmal wirklich ein einzelnes Viech auf uns aufmerksam zu machen, so wie bei das man das mit den Scavenger machen soll. Wurde uns ja schon geraten, aber ich denke, bei den Viechern geht das irgendwie nicht. Die sind die arbeiten zu sehr in der Gruppe. Aber irgendwie wollen die uns, glaube ich, auch gerade nur Angst machen. Und wenn wir näher kommen, greifen sie... Ist dann... Nein, der eine bricht tatsächlich aus der Reihe raus. Und ein bisschen Glück ist das sein... Oh ja, den kriegen wir. Gut. Ja, wir verlieren ein bisschen Leben, aber in dem Spiel geht's wirklich, was das Kämpfen angeht, wirklich nur um Skill. Also irgendwie Button-Mashing oder so bringt hier überhaupt nichts. Und verdammt haben wir wenig Leben. Ja, ich denke, wir ziehen uns kurz zurück, vielleicht lässt das Viecher von uns ab. Ja, Tatsache, okay, und dann werden wir uns mal kurz etwas heilen. Tränke, den Trank ist das jetzt, glaube ich, nicht wert. Den Schinken, ja. Essen wir lieber ein paar Waldbeeren. Die sind nahrhaft und aus dem Wald, also bringt das sicher irgendwas. Und Seraphis, mit dem man sich auch irgendwas ganz Tolles machen kann. Was ich aber gerade noch nicht weiß. So. Ein Viech ist noch über, das schaffen wir auch ohne Speicher. Motterrad. Ja. Ich dachte, die Viecher wären schwieriger zu besiegen. Nein, du sollst das Viech ausweihen, danke. So, und das auch noch und... nein, nicht Inventar. Der auch noch. Sklavenbrot, okay. Sklavenbrotpilze sehen genauso aus wie die Höllenpilze. Und apropos Hölle, hier haben wir eine Höhle mit gleich einem Typen. Ja, das wusste ich auch noch. Ich weiß nicht mehr ganz, wofür der gut war, aber ich wusste noch, dass der hier liegt. Oder eher gesagt, dass hier einer liegt. Ja, Halbschatten, das scheint nur in Höhlen zu wachsen. Nochmal so eine verwitterte Axt. Und hier haben wir einen, diesen Gardisten. Und der trägt Amulett des toten Gardisten. Und hier haben wir Neck. Okay. Und noch ein bisschen Erz. Das ist ja der Gardist, der irgendwie verschwunden ist und für den Koch was holen sollte. Und der jetzt, weil er weg ist, seinen Posten an so einen etwas unwilligen Gardisten vermietet oder beziehungsweise abgegeben hat. So, und wahrscheinlich jetzt für immer. Naja, dann werden wir jetzt mal mit dem Gardisten erstmal reden. Irgendwie kommt mir das Spiel gerade ein bisschen dunkel vor, aber eigentlich ist noch Tag. So, wo war dieser? Ich glaube, der war weiter in die Richtung. Der Gardist. Und hier unten sind wir, glaube ich, gar nicht jetzt lang gelaufen. Und hier haben wir noch einen Schatten. Hast du irgendwas zu sagen? Na, wie steht's? Was genau willst du von mir? Nette Leute gibt's hier. Ja gut, das haben wir ja im Prinzip alles schon. Und wo finde ich? Ja gut, da müssen wir jetzt nicht, denke ich, den Typen fragen. Da können wir auch ein bisschen selber suchen gehen. Und wir sind jetzt direkt vor der Arena und wir müssen dummerweise nach da oben. Aber ich denke,
Wir sprechen dann trotzdem nochmal mit dem. Ich glaube, den mussten wir nämlich auch überzeugen. Oder? Ich will mich dem Lager anschließen. Kannst du mir dabei helfen? Wenn du es schaffst, mich zu beeindrucken, vielleicht. Einige der besten Kämpfer aller drei Lager kommen hierher, um sich zu messen. Fordere einen von ihnen heraus und kämpfe gegen ihn. Je nachdem, wie gut du dich schlägst, wird mein Urteil über dich ausfallen. Okay. Was machst du hier? Ich kümmere mich um die Arena. Organisiere die Wetten, heure neue Kämpfer und so weiter. Ich dachte, das alte und das neue Lager verstehen sich nicht besonders gut. Wieso lasst ihr ihre Leute hier kämpfen? Ganz einfach. Wenn es hier einmal die Woche einen Kampf gibt, sehen es die Buddler am liebsten, wenn einer der Banditen aus dem neuen Lager was aufs Maul bekommt. Wenn einer von denen kämpft, wird mehr gewettet. Das ist gut. Ich persönlich kann die Schweine aus dem neuen Lager ja nicht ausstehen, aber Geschäft ist nun mal Geschäft. Wobei, als Buddler würde ich es lieber sehen, wenn die Leute, die mir Schutzgeld abpressen, aufs Maul kriegen, aber je nachdem, was der Gardist sagt, das stimmt auch zumindest in dem alten Lager. Trainierst du auch Kämpfer? Schon, aber nicht zum Spaß. Wenn ich dich trainieren soll, musst du dafür. Na gut, das zahlen. Ist wohl eher was für Nahkämpfer. Ja. Oh, wetten. Ich will wetten. Aber im Moment findet kein Kampf statt. Der nächste Kampf ist in ein paar Tagen. Er wird vorher angekündigt. Ja, dann doch lieber nicht. Lass mich mal vorbei. Ja, du stehst hinter einem Tresen, wo du was verkaufen könntest, aber du verkaufst ja eh nur Kämpfe und dafür brauchst du eigentlich keinen Tresen. Naja. So, und ich denke mal, wir sprechen jetzt mit diesem einen unwilligen Gardisten. Aber vorher werde ich noch ein bisschen Fleisch braten. Werde ich das? Ja, werde ich. Ja, so brät man in Gothic 1 Fleisch. Die Animation ist ein bisschen merkwürdig. Aber so kann man zumindest schnell massenweise sozusagen in Massenproduktion Fleisch braten. Wir legen es kurz in die Pfanne, ohne Fett, ohne Öl, ohne Butter. Und schon wird's gut. Also ich denke mal, dass das so geht. Ja, wir machen jetzt einfach weiter. Gleich müsste er nämlich sagen, dass er kein Fleisch mehr hat. Müsste er eigentlich. Und dann haben wir nur noch gebratenes Fleisch statt diesem frischen, das wir es geholt haben. Und gebratenes Fleisch gibt mehr Leben, soviel ich weiß, und ist dann auch entsprechend mehr wert. Für uns und für die Händler, wenn wir zu viel davon haben. Und es ist irgendwie, ja, genau. Ich wollte gerade sagen, dass wir mal nachgucken gehen, aber wir haben jetzt auch scheinbar wirklich alles abgekocht. Okay, den Schinken kann man scheinbar nicht so gut braten. Gebratenes Fleisch schon. Und die Buddler laufen alle zu dieser Arena hin, als würde es hier gleich einen Kampf geben. Gibt es jetzt einen Kampf, oder? So viel dazu, dass man erst warten müsste, dass es erst in den nächsten paar Tagen so einen Kampf gibt, aber... Oh, wir sprechen, nee, mit Guy nicht, sondern mit dem Gardisten, der hier doch eigentlich die ganze Zeit stand. Kann man diese Tür öffnen? Oh, kann man. Und keiner will uns umbringen? Das ist schon mal ein gutes Zeichen. So, ja. Ich speichere gerne und oft und ich denke, rausschneiden muss ich das nicht, das geht hier relativ schnell. So, und hier drin sieht man natürlich absolut gar nichts, aber wir haben zum Glück Fackeln. In dem Spiel merkt man auch, wie schnell man sich einfach ohne irgendwas Feuer zu haben Sachen holen kann. Ich meine, wir waren ja völlig ohne irgendwas zu haben, wurden wir in das Dings geworfen, dann in das... Okay, hier gehen scheinbar die höherstelligen Leute hin, die in der Gesellschaft höher stehen. Ohne irgendwas außer diesen Brief da, den wir dann auch erst kurz davor gekriegt haben. Und ich finde es schon ziemlich cool, was wir uns jetzt schon ohne große Quests zu erledigen an Zeug schon geholt haben. So. Es geht gegen Abend hin. Und ich denke, dann werde ich auch mal jetzt den Part von Gothic 1 beenden und wir sehen uns dann hier gleich wieder. Bis dahin, Leute. Ciao.